uns hier aufzeichnen. Mal eine Frage. Wer auf diesem Call würde sich als Chris bezeichnen? Mal eine Seven in den Chat, nur eine Seven. Also wenn du dich als Chris bezeichnen würdest. Eine einzige Sieben, alright. Wir haben einige Christen auf diesem Call. Das ist sehr nice. Die meisten kenne ich sogar. Okay, so jetzt haben wir nur eine Seven Fam, damit wir das gut unterscheiden können. Mal eine 3 in den Chat. Wenn du sagen würdest, du glaubst an irgendwas, aber du weißt nicht was. Also du kannst dich noch an keine Religion so anordnen, sagen wir mal so. Okay? Davon haben wir auch einige Leute. Davon haben wir einige Leute. Alright, an die Dreien unter uns. Gott wird euch so auseinandernehmen die nächsten Wochen. Ja, ich sag's nur so, ja. Okay, weil ihr seid ganz besonders, weil ihr seid Leute, ihr wollt an irgendwas glauben, aber euch fehlt einfach nur die Information. Und ihr werdet jetzt die Information bekommen. Ihr wisst noch nicht mal, was ihr nicht wisst, you know? So, das Ding ist, die Welt und die Kultur und so weiter und so fort und Social Media und die Musikindustrie hat irgendwie als Mission, ein Christentum irgendwie zu verdrecken, you know? Menschen ein Bild zu geben vom Christentum, was überhaupt nicht stimmt. Leider ist es auch so, dass es so-called Christen gibt da draußen. Das sind gar keine Christen, das sind einfach nur Leute, die es sagen, weil sie es sind, um ihre Eltern stolz zu machen, whatever. Und auf eine gewisse Art und Weise handeln. Und Menschen von außen, also die Dreien unter uns, die eigentlich glauben wollen, sehen diese Christen und denken sich, na, so will ich gar nicht sein. Also wenn Christen so sind, dann will ich gar nichts mit diesem Glauben zu tun haben. Okay, also es ist widersprüchlich, genau. Also ich erwarte jetzt nicht viel, aber haben wir Muslime unter uns? Haben wir Moslems auf diesem Call? Das würde mich echt interessieren, weil wenn ja, echt crazy. Okay, habe ich auch nicht erwartet. Ja, habe ich auch nicht erwartet. Ja, aber who knows? Ich glaube aber leider noch nicht richtig, Alex Chris. Ich mag es, wie du noch in diesen Satz reinpackst. Das ist so, wie als müsste ich gefühlt nichts mehr machen. Du hast schon gefühlt die Entscheidung getroffen. Ey, aber das freut mich auf jeden Fall, hier zu sein, Fam. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mit einem Gebet an die Christen unter uns. Na, bitte hilf mir auch mit dem Gebet. Okay, bleibt auf meiner Seite. Indem ich das Ganze hier mache, bin ich sowas wie als Target für die geistliche Welt. Und es ist wirklich nicht zu spaßen, okay? Weil hierdurch Menschenleben verändert werden, hierdurch die Wahrheit gepredigt wird und es gibt jemanden, der das nicht mag, wenn die Wahrheit gepredigt wird, you know? Deswegen einfach auch für mich beten, ja, für Schutz, und dass man auch konstant das Ganze weiterhin behält, dass nicht ich derjenige bin, der das Ganze leitet, sondern Gott durch mich. Und ich mag auch wirklich im Vorhinein sagen, warum ich das Ganze überhaupt mache, und wer ich überhaupt bin, weil also ein paar kennen mich vielleicht flüchtig vom Business und so weiter und so fort, aber so, ich habe sowas schon mal gemacht. Okay, also vor circa 2 Jahren habe ich sowas schon mal gemacht. Ich habe jeden Tag, das war wirklich insane, also ich war, glaube ich, noch nie so krass konstant in irgendwas in meinem Leben. Ich habe 8 Monate lang jeden Tag für eine halbe Stunde die Bibel erklärt. Also wir haben wirklich 2, 3 Kapitel am Tag gelesen. Und das war eine Phase, wo ich sehr, sehr stark im Glauben war, wo ich wirklich eine sehr, sehr intime Beziehung mit Jesus hatte. Aber wie gesagt, zum Teil, weil ich zum Target wurde, also ich wurde sowas wie zum Ziel und ich habe das richtig krass in meinem Leben gemerkt. Und auf der anderen Seite, weil ich die Verantwortung nicht so krass ernst genommen habe von dem, was ich getan habe, weil ich wirklich, ohne wie gesagt mich selber zu erheben oder so, Veränderungen mit eingebracht habe im Leben der Menschen, bin ich komplett gefallen. Nach diesen 8 Monaten, ich bin komplett gefallen, bin komplett vom Glauben gefallen, bin ein anderer Mensch geworden, Leute haben angefangen, das zu merken und so weiter und so fort. Und die Sache mit der Sünde. Vielleicht verstehst du das alles nicht, aber in der Zukunft wirst du es verstehen. Sünde ist so eine Sache, sie vergiftet richtig dein Gewissen, you know? Und wenn du zum Beispiel eine Person bist, die vorne steht und über Jesus redet und Dinge erklärt und so, es ist ein Kampf, das mit deinem Gewissen zu vereinbaren, dass du sündigst hinter Kulissen und dann vor allen anderen gut über Jesus redest, you know? Es ist nicht so einfach. Ja, und damit hatte ich wirklich zu strugglen, deswegen nochmal, bete da für mich in der Hinsicht, okay? Dass alles gut läuft und ja, wir haben das gemacht und es war sehr nice, es hat sehr Spaß gemacht. Und by the way, Leute, auch mir hat das geholfen, näher dem Glauben zu kommen. Also ich mache das ja, um euch zu helfen, um vor allem den Dreien unter uns aus der Drei eine Sieben zu machen und die Sieben unter uns vielleicht eine brennende Sieben zu machen, alright? Ja. Und also ich brauche das genauso wie ihr. Ich merke wirklich, dass ich am nächsten zum Glauben komme, wenn ich anderen Menschen vom Glauben erkläre. Aber grundsätzlich, warum ich zu dem Ganzen gekommen bin, war einfach,
Also wir waren jetzt so mäßig auf Tour jetzt, bevor ich nach Portugal geflogen bin. Und hier und da sind immer wieder Leute auf mich zugekommen. Zum Beispiel ein Chris, den ich hier gerade sehe, eine Claudia, die ich gerade hier auch sehe, und unter anderem sind auf mich zugekommen. Und das sind jetzt so Namen, die mir eingefallen sind. So, wie schaffst du das mit der Spiritualität? Sind schon viele Leute gewesen. So, wie baust du das ein mit Gott in deinem Leben und so weiter und so fort. Und ich wünschte, ich könnte einfach die Informationen, die ich habe, downloaden in euer Kopf. You know? Ich wünschte, es wäre so ein Prozess, der so ein paar Sekunden geht, aber es geht leider nicht ein paar Sekunden. Und ihr braucht dafür Allgemeinwissen, you know? Und ihr müsst dafür auch meine Story checken und ihr müsst checken, wie ich Jesus sehe und wer Jesus überhaupt ist. Und die meisten von euch wissen es einfach nicht, you know? Und ich bin einfach gerne dafür da, um euch zu zeigen, mindestens ein Bruch von meiner Perspektive, wie ich Jesus sehe, und wer Jesus wahrlich ist, wenn nicht sogar, dass du Jesus ganz anders siehst wie ich, ja, also mit noch reineren Augen, okay? Weil ich bin auch nicht perfekt. Also das ist auch ein Statement, was ich jetzt mag. Leute, ich bin nicht perfekt. Ich mache auch Fehler. Ich bin auch ein Sünder. Für mich ist es auch jeden Tag ein neuer Kampf. Ich bin einfach nur privilegiert, weil ich in den Glauben reingeboren wurde, weil ich schon seit langem mich mit sowas beschäftige. Ich bin schon von klein auf als Kind in die Church gegangen. Und es ist nice, weil viele von euch sind erst mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung in Kontakt gekommen durch IAM. Gibt es irgendwen, der nicht bei IAM Academy ist auf diesem Call? Mal eine 3 in den Chat, wenn du nicht bei IAM Academy bist. Jana Meier. Okay. Ich wollte gerade gar nicht deinen Namen sagen, weil das war jetzt ein Instinkt. Jetzt ist dein Name im Recording. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Okay, wir haben zwei Leute. Einer ist Inati. Okay, easy. Das wollte ich gerade einfach nur wissen. Aber ich habe auf jeden Fall einige Leute gesehen, die nicht bei IAM sind, in der Gruppe, was mich eigentlich so voll erstaunt hat. Und also im Endeffekt, wie ihr wisst, so, ich bin gläubig aufgewachsen. All das kam durch meine Eltern. Meine Eltern waren damals drogensüchtig. Hatten eine ziemlich harte Vergangenheit, also die hatten eigentlich gar keine Hoffnung in ihrem Leben. Also ihr ganzes Umfeld, wo meine Eltern so alt waren wie ich, all die Leute, die sehr eng waren mit ihnen, sind entweder im Knast oder sie sind tot. Das heißt, die Zukunft sah nicht so prickelnd aus für meine Parents und ja, sie haben Jesus kennengelernt, you know? Jesus hat sie geheilt, also Gott hat sie von der Drogensucht geheilt, also es waren schon Heavy-Drogen. Und durch diese Heilung haben sie die Entscheidung getroffen, für Jesus zu leben. Ich bin auf die Welt gekommen, meine Geschwister sind auf die Welt gekommen. Seitdem haben wir immer für Jesus gelebt. Es war schon immer ein Kampf. Meine Eltern sind auch keine perfekten Menschen, sind keine Pastoren oder so, sind ganz normale Leute. Okay, aber ich habe schon immer diese Berufung in meinem Leben gemerkt, dass ich gut reden kann. Okay, dass mir Gott die Begabung gegeben hat, zu speaken, zu teachen auch, weil ich habe das Gefühl, ich kann Sachen, die kompliziert sind, sehr vereinfacht erklären. Und es macht mir einfach Spaß zu sehen, wie andere Menschen sich entwickeln, you know? Es macht mir Spaß zu sehen, weil ich gemerkt habe, wie Jesus mich aus Depressionen rausgeholt hat. Den Daniel, den du gerade kennst, das ist eine ganz andere Version von dem Daniel, der ich schon mal war. Ich war mal suizidgefährdet, ja, ich war mal depressiv, na, ich habe mal keinen Sinn im Leben gesehen. Meine Perspektive war dunkel und gestört und verzerrt und unrein und einfach pervers, you know? Weil ich einfach unter Einfluss war von der Welt und ich habe keine Fülle gemerkt in den weltlichen Dingen. Ich habe keine Fülle darin gesehen, Frauen hinterher zu jagen. Ich habe keine Fülle darin gesehen, am Wochenende saufen zu gehen und zu kiffen. Ich habe keine Fülle in Geld gesehen, in nichts. So, nichts in dieser Welt hat mir Fülle gegeben. So, vielleicht eine kurzfristige Befriedigung und vielleicht fühlt sich da noch dein oder andere angesprochen. Aber erst, wo ich mich immer wieder, ich habe mich immer wieder berufen gefühlt, zu Jesus zurückgekommen. Und erst, wo ich das gemacht habe, war ich glücklich. Immer wieder, immer wieder. Und dann gab es Rückfälle. Und dann bin ich wieder zum geraden Weg gekommen. Dann immer wieder Rückfälle, gerade Weg. Okay, man könnte sagen, dass das Jahr 2022 für mich ein Jahr war, worauf ich nicht so krass stolz bin. Ja, wir sind Scherben gegangen. Ja, für ein bisschen. Gott mag aus jedem Chaos ein Wunder machen. Aber von der Persönlichkeit habe ich Rückschritte gemacht, meiner Meinung nach. Und ich finde dieses Jahr ziemlich gut begonnen. Ich merke auf jeden Fall, dass ich wieder in die richtige Richtung gehe. Und Gott hat mit mir gesprochen in der Hinsicht, dass ich einfach diese Calls machen soll, um euch die Möglichkeit zu geben, ihn kennenzulernen. Weil ihr vertraut mir und ich habe in meiner kleinen Blase, in der ich lebe, habe ich Einfluss und ich möchte diesen Einfluss nutzen auf eine gute Art und Weise. So, ich erwarte nichts davon. Ich erwarte noch nicht mal ein Danke von euch. Ich erwarte einfach nur, dass ihr die Wahrheit kennt und ihr könnt dann selber entscheiden, was ihr mit dieser Wahrheit macht. Und dann habe ich meinen Job getan und dann kann ich in Frieden sterben. Okay? Also wir sind gerade mittlerweile schon 58 Leute auf dem Korb. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mit einem Gebet.
Okay, wenn du gar keine Ahnung hast, was du hast sicherlich eine Ahnung, was ein Gebet ist, aber du musst jetzt nicht den machen, du musst jetzt nicht den machen, du musst jetzt nicht den machen oder whatever. So, mach einfach deine Augen zu, beuge deinen Kopf. Na, die Bibel steht, die, in der Bibel steht geschrieben, dass wenn zwei sich unter dem Namen, also wenn zwei sich treffen, dass der Herr dort anwesend ist. Also zwei oder mehr, you know. Also ist Gott gerade hier anwesend. Na, Gott ist gerade an deiner Seite. Er hat alles in die Wege geleitet. Deswegen würde ich sagen, Herr, ich danke dir erstmal für diesen Tag. Ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, dir näher zu kommen, dass wir die Freiheit haben, einfach dein Wort zu genießen und deine Weisheit zu empfangen, dass wir nicht in einem Land leben, wo wir dafür verfolgt werden, wie zum Beispiel unsere Brüder in China oder unsere Brüder in östlichen Ländern. Deswegen danke ich einfach dafür, für diese Freiheit. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir einfach dein Evangelium genießen können und dass deine Botschaft Wirkung hat auf unser Leben. Herr, ich möchte einfach mich wirklich komplett zur Seite stellen. Ich möchte, dass du mich wirklich nutzt, dass nicht ich rede, sondern du durch mich redest, dass nicht ich reagiere, sondern du durch mich. Okay, schenk mir die richtigen Worte, schenk mir die richtige Weisheit und nutze mich einfach in der Hinsicht. Ich möchte dein Werkzeug sein. Es soll weniger um mein Ego und mein Stolz gehen, sondern wirklich einfach nur um dich. Entdecke mein Fleisch und erhöhe deinen Geist zu dieser Stunde. Ja, ich danke dir wirklich für die Verantwortung, die du in meine Hände legst. Wir wollen alle wirklich das Beste draus machen. Öffne unser Herz für dein Wort. Schenk uns die Klarheit und rede einfach mit uns, Herr. Du kennst wirklich die Situation von jedem Einzelnen, von jedem, der hier auf diesem Call ist. Und ich glaube an keine Zufälle. Und ich weiß, du bist ein liebevoller Gott, ein Gott, der eine Beziehung sucht mit jedem Einzelnen. Ein Gott, der einfach so viel Wertschätzung sieht in jeder einzelnen Seele hier. Deswegen bete ich einfach dafür, dass du dich offenbarst, dass du dich zeigst, dass du mit jedem Einzelnen redest durch dein Wort. Wir beten im kostbaren Namen Jesu. Amen. Amen, Amen, Amen. Okay. Easy, also, wie werden wir das machen? Wir werden, also ich werde meinen Bildschirm mit euch teilen. So, ich werde meinen Bildschirm mit euch teilen und die Bibel gibt es auch, by the way, digital. So, wenn du keine Bibel hast auf diesem Call, musst du jetzt diesen Call verlassen. Spaß natürlich, musst du nicht, ja. Du musst keine Bibel haben, ja. Aber im Endeffekt siehst du hier eine Abteilung, okay? Und das sind zwei verschiedene Übersetzungen. Wir haben einmal die Hoffnung für alle Übersetzung und einmal die Schlachter 2000 Übersetzung. Ich meine, was ist die Bibel überhaupt, okay? Die Bibel ist eine Bibliothek. Die Bibel ist nicht ein Buch. Die Bibel ist eine Bibliothek. Bibel heißt wortwörtlich Bibliothek auf irgendeiner Sprache. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube Hebräisch oder Latein. I don't know. Okay? Es ist eine Konstellation von 66 Büchern. Okay, die Bibel besteht aus zwei Seiten. Wir haben einmal das Alte Testament, heißt es das oder der Testament? I don't know. Und einmal das Neue Testament. Okay? Was macht das Alte Testament aus? Was macht das Neue Testament aus? Was heißt das? Okay, danke. Wir brauchen die Deutschen unter uns. Ja? Sei gesegnet, Bro. Ja. Und das Alte Testament ist all das, was geschrieben wurde, bevor Jesus auf diese Welt gekommen ist. Und das Neue Testament ist all das, was geschrieben wurde, nachdem Jesus auf dieser Welt war. Okay? Das Alte Testament wurde geschrieben ungefähr, man kann es logischerweise nicht aufs Jahr genau sagen, aber man kann sagen ungefähr zwischen 1600 vor Christus. Wenn ich mich nicht irre, wenn irgendwer was anderes weiß, so dann drop es in den Chat. Okay? Ich bin offen für Verbesserungen. Okay? Diese Information ist auch so richtig krass verankert in meinem Kopf. Kann sein, dass sie ein bisschen Staub bekommen hat und ich irgendwas Falsches sage und ich möchte einfach nicht lügen, unbewusst. Also circa 1600 vor Christus bis zu ein paar Jahren vor Christus. Okay, und das Neue Testament wurde geschrieben ab dem Jahr 30 nach Christus oder so. Also Leute haben mit Jesus gelebt und 30 Jahre nachdem er gegangen ist, haben sie angefangen niederzuschreiben. Okay, wir sagen, die Bibel ist das Wort Gottes. Okay, also wenn du, deswegen ist es wichtig und deswegen mache ich das auch. Okay. So, wenn du wissen willst, wer Gott ist, musst du logischerweise wissen, was er sagt. Du musst wissen, wie er denkt, was für Charaktereigenschaften er hat, wie er über gewisse Dinge denkt, seine Perspektive, wie er auf etwas reagiert. Und das hast du in der Bibel, okay? Das hast du hier gerade vor deinen Augen. Man sagt, die Bibel ist das Wort Gottes und es ist auch das Wort Gottes. Und die Bibel wurde auch geschrieben von Gott. Wie die Bibel wurde geschrieben von Gott, ist einfach eine große Hand vom Himmel gespawnt, hat einen Kuli genommen und angefangen, so auf ein Testament zu schreiben. Nein, logischerweise nicht. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier sind, okay, und ich sage, liebe Lea, nimm jetzt mal ein Blatt Papier und schreib auf diesem Blatt Papier, ich liebe dich. Wer hat das geschrieben? Lea hat das geschrieben, aber ich habe sie dazu inspiriert, es zu schreiben, oder? Das heißt, eigentlich habe ich es geschrieben, wenn wir drüber nachdenken. So.
Genauso hat Gott Männer Gottes genutzt und auch Frauen Gottes, um die Bibel zu schreiben. Es sind verschiedene Leute aus verschiedenen Herkünften, aus verschiedenen Ländern, die verschiedene Sprachen gesprochen haben, zu verschiedenen Zeiten. Manche sogar tausende von Jahren Unterschied. Ne? Manche von uns leben nicht mal tausende von Jahren. Also keiner. Keiner von uns lebt tausende Jahre. Also stell dich mal vor, was für ein krasser Zeitunterschied es ist. Und alle haben irgendwie, vor allem im Alten Testament, bevor Jesus gekommen ist, alle haben irgendwie von einer Person geredet, die kommen wird. Ein Messias, ein Erretter, ein Christus. Ja, und er wird den Tod besiegen, er wird die Sünde besiegen, er wird auferstehen, er wird verraten für 30 Silbermünzen, er wird aus dem Stamm Davids kommen, er wird ein König sein, er wird über Israel regieren. All diese Dinge wurden gesagt und diese Männer Gottes haben das in Visionen bekommen, in Träume. By the way, der einzige Unterschied zwischen Vision und Traum ist, in einem Traum schläfst du, in einer Vision bist du wach. Okay, sie haben Offenbarungen bekommen von Gott. Und das sind Männer Gottes, okay? Das heißt, wenn du wissen willst, wie du eine Beziehung mit Gott führst, das Beste, was du tun kannst, ist, schauen wir andere Menschen, die dafür bekannt sind, dass sie eine gute Beziehung mit Gott hatten, wie sie das gemacht haben. Und du wirst merken, es sind loste Leute. Du wirst merken, es sind Mörderer, es sind Sünder, es sind Leute, die Blasphemie getan haben, es sind Leute, die komplett abgetrieben wurden von der Gesellschaft, Leute, die keiner wollte. Aber Gott hat irgendwie immer unfassbar Gefallen an diesen Menschen. Nicht, weil sie böse sind oder so. Aber weil jeder Mensch so ist. Genau? Jeder Mensch ist irgendwie ein Sünder. Jeder Mensch ist, kein Mensch ist perfekt. Und du merkst aber, wie die Gnade Gottes und die Liebe Gottes über diese Fehler schaut. Und wie gesagt, Gott will nicht eine Person, die gut aussehen ist. Gott will nicht eine Person, die talentiert ist. Gott will nicht eine Person, die gut reden kann. Gott will dich. You know? Gott will einfach dich und das, was du hast. Und glaub mir, in dir steckt viel mehr Potenzial, als du denkst. So, das war jetzt ein bisschen Hintergrundwissen. Ich glaube, ich habe alles Notwendige angesprochen. Was wir jetzt gerade lesen, das heißt, ich empfehle euch, wenn ihr anfängt, die Bibel zu lesen, nicht mit dem Alten Testament zu beginnen. Ja, es ist chronologisch geschrieben, das heißt von Anfang bis zu Ende, safe. Aber manchmal, also die Bibel meiner Meinung nach ergibt nicht so viel Sinn, sie chronologisch zu lesen, von Anfang bis zu Ende, weil du wirst es anfangen nicht checken. Ja, du wirst so viel nicht checken, wenn du das liest. Also brauchst du erstmal ein Grundfundament. Wer ist Jesus? Wie ist Gott? Warum war Jesus auf dieser Erde? Und dadurch, dass du Jesus verstehst, verstehst du eigentlich die ganze Bibel. Und dann, wenn du anfängst, vom Anfang zu lesen, verstehst du es viel besser. Ja, du verstehst es viel besser. Was wir jetzt gerade lesen, ist ein Evangelium, nennt sich das. Okay, und das ist das Evangelium von Johannes. Es gibt vier Evangelien. Es gibt das Evangelium von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und ein Evangelium wurde geschrieben von den Jüngern Gottes. Das heißt, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Wie wir wissen, Jesus hatte 12 Jünger, 12 Personals, okay, 12 First Lines, die er selber eingeschrieben hat. Ja, und vier davon wurden berufen von Gott, um niederzuschreiben, was sie gesehen und erlebt haben und gefühlt haben und gelernt haben, als Jesus auf dieser Erde war. Mindestens seine letzten 3 Jahre. Okay, das heißt, Jesus wurde 30. In den ersten 30 Jahren hat er sich vorbereitet auf seine Berufung. Und in den letzten 3 Jahren hat er seine Berufung durchlebt. Und also er hat gelebt bis 33. Historisch gesehen, nicht religiös gesehen, das sagen nicht nur Christen, das sagen nicht nur Muslime, das sagen nicht nur Juden. By the way, die Juden sind, also Juden glauben an das Alte Testament, okay, damit du weißt. Juden glauben an das Alte Testament, das ist deren religiöses Buch, es ist für sie das Wort Gottes, es ist der Tora. So, wie die Christen, sie glauben auch an das Alte Testament. Die Christen haben aber etwas ergänzt, okay. Aber das Alte Testament ist bewusst so geschrieben, dass dort was ergänzt werden muss, okay? Also es gibt keinen Sinn, dass es dort endet und das wissen die Juden auch. So, die Juden glauben immer noch, dass irgendwer kommen wird. Die glauben immer noch, dass ein Christus, ein Messias, ein Erlöser kommen wird. So, sie denken, dass Jesus einfach nur ein Prophet war, wie alle anderen. Warum Jesus kein Prophet war und Gott war auf der Erde, wirst du selber herausfinden müssen für dich. Ich werde dir meine Meinung oft sagen. Aber ich persönlich finde, dass der Heilige Geist dich nicht umsonst will auf diesem Call und er wird es dir offenbaren. Und allein die Tatsache, dass du auf diesem Call bist und allein die Tatsache, dass du Hunger hast danach, glaub mir, Gott hat schon irgendwas in deinem Leben bewirkt, sonst wärst du nicht hier. Ja, diese Frage, die wir uns stellen, warum bin ich auf diesem Planeten? Ja, gibt es irgendwen, der mich liebt? Gibt es irgendwen, der auf mich aufpasst? Das ist Gott, der mit dir redet, okay? Wir nennen es den Heiligen Geist. Ja. Und wer das ist, werden wir gleich auch noch besprechen. Ich muss aufpassen, was ich sage, nicht, dass ich gerade alles hier jetzt droppe und mich später schon alles lesen, dann muss ich alles nochmal erklären. Genau, also die Juden glauben an den Tora, so die Christen glauben an Jesus, dadurch ist das Neue Testament dazu gekommen und die ganze Konstellation ist die Bibel. Was wollte ich vorhin sagen?
Ich habe vorhin über Jesus geredet und seine 30 Jahre, 33 Jahre. Irgendwie sowas. I don't know mehr. Ich glaube, ich habe es gesagt und habe mich vergessen. Genau, Jesus hat seine 12 Persons eingeschrieben. Okay. Vier davon haben die Entscheidung getroffen, niederzuschreiben, beziehungsweise wurden berufen von Gott. Und Matthäus, Markus, Lukas und Johannes reden von dem Gleichen, aber durch verschiedene Perspektiven. Okay. Und genau, ich würde sagen, wir fangen einfach an zu lesen. Nicht einschlafen, Fam. Ja. Und warum ich jetzt zwei Übersetzungen aufhabe, das wollte ich euch erklären. Hoffnung für alle ist eine modernisierte Übersetzung. Okay? Die Bibel wurde geschrieben auf Griechisch, sie wurde geschrieben auf Hebräisch, Aramäisch. Und wir können das alles logischerweise nicht. Und mit dem Vergehen der Jahre wurde die Bibel verleitet, sie wurde übersetzt, erstmal auf Latein, dann von Latein auf Deutsch. Okay, und was wir hier haben, ist die Schlachter 2000. Das heißt, das ist eine Übersetzung, die in den 2000er Jahren geschrieben wurde. Also es ist noch ein bisschen veraltetes Deutsch. Es ist sehr altmodisch und sehr traditionell. Warum es aber für mich wichtig ist, also die Seite werden wir besser verstehen, vor allem für Leute, die noch kein Vorwissen haben und an unsere Ausländer unter uns, die nur einfaches Deutsch verstehen, empfehle ich euch erstmal mit Hoffnung für alle zu beginnen. Ich finde es lustig, weil es heißt wirklich Hoffnung für alle, so auch Hoffnung für die Ausländer, ja. Okay. Und Schlachter 2000 ist etwas, es ist eher so, es ist raw, you know, es ist so, du merkst, es wurde straight übersetzt, es wurde nicht irgendwie verändert. Es ist sehr, sehr ähnlich zu dem originalen Text, okay? Und warum es für mich wichtig ist, dass wir beide haben, einfach nur zum Verständnis, weil ich selber manchmal Dinge nicht verstehe, wenn ich Schlachter lese. Aber Schlachter ist für mich etwas, du merkst, also es ist einfach original zum Text und wir wollen logischerweise dem originalen Text so treu bleiben, wie es nun geht. Es gibt einen Haufen Übersetzungen. Aber das sind meiner Meinung nach die zwei besten, okay? Mit denen ich auch am meisten arbeite. Und genau, so. Wir lesen jetzt Johannes. Wie gesagt, Johannes war ein Jünger. Und das wurde ungefähr zwischen 30, 40, 50, 60, 70 Jahren, nachdem Jesus auf dieser Erde war. Und Johannes sagt: Jesus Christus, Gottes Wort an die Welt. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen, nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. So, du denkst dir jetzt schon, Alter, wenn das so weitergeht, ich werde nichts checken, das ist so ein Kopfzerbrecher. Ich weiß nicht warum, ich glaube, Johannes wollte es am Anfang extra kompliziert machen. Ein Spaß, also erklärt später alles, was er damit meint. Okay, also es gibt eine Personalität, das ist das Wort, dann gibt es noch eine Personalität und das ist Gott. Und jetzt steht hier, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott, das heißt, diese Person, diese Identität war bei der anderen Identität. Und dann sagt Johannes, diese Identität war die andere Identität. Sie war nicht nur bei der Identität, sie war die gleiche Identität. Das heißt, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Und hier steht dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. Was damit gemeint ist, das Wort ist Jesus. Okay? Man sagt, Jesus ist das Wort Gottes in Fleisch. Nochmal, Jesus ist das Wort Gottes in Fleisch. Wenn ich sage in Fleisch, ist in Mensch geworden, okay? Also ist das Wort Gottes manifestiert als Mensch. In ihm war das Leben, also in Jesus war das Leben. Und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Manchmal hat die Bibel so kleine Ergänzungen. Oh, was habe ich hier gemacht? Was ist das? Okay. Oder doch die Finsternis wehrte sich gegen das Licht. Okay? Das heißt, wir merken, es gibt einen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Gott schickte einen Boten, einen Mann, der Johannes hieß. Und das war Johannes der Täufer. Genau. So, also ich hoffe, ihr kommt jetzt bis jetzt alle mit. Ich glaube, sobald man das Verständnis dafür hat, okay, Jesus ist Gott und Jesus ist das Wort und Jesus ist Gott und er war bei Gott, hat man schon ein bisschen Verständnis dafür. Daniel, wie kann man jemand sein und bei jemandem gleichzeitig sein, der man ist? Okay, Gott hat eine Dreieinigkeit. So, also der Gott der Christen hat eine Dreieinigkeit. Okay, er ist drei Personen gleichzeitig. Und ich weiß, es ist schwer zu verstehen. Wir sind limitiert auf unser Denken. Wir können nicht verstehen, wie kann Daniel drei Leute gleichzeitig sein? Wie geht das? Erstens, ich bin limitiert. Ich bin nur ein Mensch. Aber Folgendes, okay? Wer sind denn diese drei Leute? Du hast erstmal Gott den Vater. Das ist der hier beschrieben wird. Das ist ich. Der hat viele Namen: Yahweh, Elohim und so weiter im Alten Testament. Das ist Gott der Schöpfer. Okay? So, dann hast du den Heiligen Geist und du hast einmal Jesus. Jesus ist ja ist Elohim, ist Yahweh als Mensch. Okay, also Jesus ist Gott der Schöpfer als Mensch. Das heißt, eine unbegrenzte, unnatürliche, allwissende,
Omnipotente, das heißt also jemand, der alles kann, der Macht über alles hat, hat sich klein gemacht als Mensch. Warum hat sich Gott als Mensch klein gemacht? Warum hat er sich klein gemacht auf einen Mensch? Okay, mir fehlt gerade das Zeug irgendwie auf diesem Call, aber I don't know. So, und er hat es gemacht, sodass wir oder sodass die Beziehung mit dem Menschen und Gott greifbarer ist, okay? Ja, weil Gott, der Vater, so ungreifbar ist, okay? Es ist eine Intelligenz, etwas Spirituelles, was wir nicht greifen können. Wir können es noch nicht mal richtig vorstellen. Somit hat Gott sich als Mensch gemacht, um uns den Weg zu zeigen, um selber als Vorbild da zu sein, um nicht nur Dinge zu verlangen oder uns richtige Richtlinien zu geben, wie wir leben sollen, es aber auch selber zu tun. Ne? Wir sagen immer, lead by example, hat Gott auch gemacht, er hat auch by example geleadet, okay, sodass er uns zeigen kann, wie wir es machen können. Und all das, was Gott kann, konnte auch Jesus. Okay, das heißt, Jesus war und ist Gott auf Erden. So, wer ist jetzt dieser Dritte, dieser Heilige Geist, von dem du redest, Daniel? Der Heilige Geist ist der Geist von Jesus. Jetzt noch verwirrter, ganz einfach. Wir als Menschen, okay, wir sind nicht das hier, okay? Wir sind, Daniel Ramos ist nicht das hier, okay? So, das ist mein Körper. So, wenn ich dich frage, wie heißt du, dann sagst du nicht Auge, dann sagst du nicht Arm, sondern du sagst den Namen, okay? Warum? Weil du bist nicht dein Körper. Du hast einen Körper, aber du bist ein Geist. Und Jesus, den wir kennen, den wir auf Bildern sehen und so weiter und so fort, mit den langen Haaren und so weiter, der war, also Jesus war wahrscheinlich nicht weiß, er war wahrscheinlich eher, ich meine, er kam aus dem Osten, okay? Er sah wahrscheinlich eher aus wie so ein Araber, wie so ein Israelit, okay? Wahrscheinlich schwarzer Bart, schwarze Haare, okay? Und das war sein Körper. So, aber Jesus hatte einen Geist. Und als Jesus die Erde verlassen hat, hat er seinen Geist geschickt. Versteht ihr? Und das ist der Heilige Geist. Und den Heiligen Geist kannst du empfangen, sobald du die Entscheidung triffst, Jesus anzunehmen in deinem Leben. So, ich glaube, das ist jetzt so wie du zum Beispiel, so wie Lia, die ich gerade hier sehe. Na, Lia zum Beispiel Tochter von ihrer Mutter. Sie ist Nachbarin von ihrem Nachbar und sie ist Schwester von ihrem Bruder. Das heißt, es ist eine Lia, aber drei Personen. Okay, drei verschiedene Perspektiven. Genauso ist auch Gott. Wir werden das nicht verstehen, weil wir eingeschränkt sind durch unser Gehirn. Wir werden es vielleicht erst verstehen, wenn wir selber körperlos sind und wenn wir selber in der Ewigkeit leben. Aber das ist einfach erst ein Fundament, den du erstmal checken musst, okay? Dass Gott ein Gott ist, aber gleichzeitig drei Personen. Und alle drei haben irgendwie ihre eigene Berufung, aber in zusammen. Der eine macht nicht etwas ohne den anderen, okay? So. Gott schickte einen Boten, einen Mann, der Johannes hieß. Okay, das ist nicht der Johannes, der dieses Buch geschrieben hat. Das ist ein anderer Johannes. So, sein Auftrag war es, die Menschen auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch seine Botschaft an den glauben, der das Licht ist. Alle sollten an Jesus glauben. Das heißt, Johannes war dafür da, um Jesus zu edifizieren, um Jesus zu promoten, um den roten Teppich auszurollen und zu sagen, Leute, es kommt jetzt Jesus. Okay, Johannes selbst war nicht das Licht. Er sollte nur ein Zeuge für das kommende Licht sein. Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, also hier geht es um Jesus, doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Heutzutage erkennen Menschen Jesus immer noch nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Heutzutage weisen Menschen Jesus immer noch ab. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wies ihn ab. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Leute, die Kultur heutzutage sagt, ja, wir sind alle Kinder Gottes. Gott liebt uns und wir sind alle Kinder Gottes. Stimmt nicht. Wir sind nicht alle Kinder Gottes. Du bist erst Kind Gottes, wenn du Jesus aufnimmst und an ihn glaubst. Steht ganz klar geschrieben. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Nur dann. Sonst bist du kein Kind Gottes. Okay? Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten. Auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen allein Gott. Also was ich will hier Johannes sagen, Johannes will einfach nur sagen, es war kein Talent, es war nichts, was sie geerbt haben, es war nicht, weil sie aus irgendeinem bestimmten Volk kamen, weil dass sie Kinder Gottes wurden. Nein, sie wurden nur Kinder Gottes, weil Gott die Entscheidung getroffen hat, das Menschen zu geben. Also es gibt nichts, was du tun kannst, was es berechtigt, dass du Kind Gottes sein darfst. Es ist allein nur, weil Gott es dir erlaubt. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Okay? So, jetzt fängst du langsam an zu verstehen. Ja, Jesus wurde Mensch, also Gott wurde Mensch und er lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Okay, du wirst ganz oft sehen, ja, Jesus wird als
Gottes Sohn bezeichnet, okay? Und damit ist nicht gemeint, dass Gott eine Frau hatte und damit ein Kind gehabt hat. Nein, wenn man zum Beispiel sagt, du bist Sohn von Gott, oder im Endeffekt, als Jesus gesagt hat, dass er Sohn Gottes ist, hat er damit gemeint, dass er das Resultat davon ist. Zum Beispiel, sagen wir mal jemand zum Beispiel ist, die Eltern kennen sich nicht, weil sie jung waren, sie waren beide betrunken und die Mutter zieht den Sohn alleine auf. Ja, das ist ein Sohn von Sünde, es ist ein Sohn von sexueller Immoral, kann man sagen, zum Beispiel. Ja, oder zum Beispiel jemand, der erzogen wurde von zwei sehr, sehr begabten musikalischen Eltern. Man kann sagen, das ist ein Sohn der Musik. Oder checkt ihr? Das ist ein Sohn der Musik. Okay, und hier ist damit einfach nur gemeint, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das heißt, er ist das Resultat davon. Okay? In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Das heißt, in Jesus. Und das ist das, was Gott erreichen wollte. Gott wollte, indem er Jesus auf die Erde geschickt hat, indem er sich selber als Mensch auf die Erde geschickt hat, seine Gnade und seine Wahrheit uns zeigen. Okay? Er wollte all das greifbar machen, sodass wir es besser raffen können. Was bedeutet Gnade? Boah, über Gnade könnte man echt lange reden. Aber Gnade ist im Endeffekt ein Aspekt von Gott, dass er dir etwas gibt, was du nicht verdienst. Okay? Dass er dir etwas gibt, was du nicht verdienst. Zum Beispiel die Tatsache, dass du Farben sehen kannst. Oder die Tatsache, dass du dich frei bewegen kannst, dass du atmen kannst. Okay? Die Tatsache, dass du ein Bett hast. Die Tatsache, dass du zwei Eltern hast, die dich immer noch lieben und verheiratet sind. Das ist die Gnade Gottes, weil du nichts getan hast, um es zu bekommen. Du hast wortwörtlich nichts getan, um diese Dinge zu bekommen. Schon mal drüber nachgedacht? Irgendwer hat es dir geschenkt. Weil es gibt Menschen draußen, die all diese Dinge nicht haben. Es gibt Menschen, die können keine Farben sehen. Es gibt Menschen, die können sich nicht frei bewegen. Es gibt Menschen, die haben keine verheiratete, glückliche Eltern. Es gibt Menschen, die haben kein Bett. Es gibt Menschen, die haben kein Essen im Kühlschrank. You know? Das ist die Gnade Gottes. Das war jetzt ein sehr, sehr vulgäres Beispiel. Die Gnade Gottes ist viel größer als nur Essen im Kühlschrank. Okay? Weil Gott schenkt dir ein ewiges Leben. Wobei du es nicht verdienst. Okay? Aber darüber werden wir später noch reden. Johannes wies immer wieder auf ihn hin. Also Johannes der Täufer. Okay? Dieser Johannes, by the way, ist eine gute Person. Beide Johannes sind gute Personen. Diesen habe ich gemeint, rief er, wenn ich sagte, nach mir wird einer kommen, der weit über mir steht. Denn er war schon da, bevor ich geboren wurde. Er redet hier über Jesus. Aus seinem göttlichen Reichtum hat er uns immer wieder mit seiner grenzenlosen Liebe beschenkt. Schaut, hier steht grenzenlose Liebe. Die Liebe Gottes ist grenzenlos. Es gibt nichts, was du tun kannst, um diese Liebe zu rechtfertigen. Es gibt nichts, was du tun kannst, sodass Gott dich mehr liebt, dass Gott dich weniger liebt. Sie ist grenzenlos. An die Christen unter uns, wir lieben Gott, aber unsere Liebe zu Gott ist ein kleiner Krümel verglichen zu Gottes Liebe zu uns, you know? Und das ist wirklich das Wundervolle daran. Durch Mose ist einfach die wichtigste Person aus dem Alten Testament, musst du noch nicht wissen. Durch Mose gab uns Gott das Gesetz mit seinen Forderungen, aber nun ist durch Jesus Christus seine Gnade und Wahrheit begegnet. Oder durch Mose gab uns Gott das Gesetz und nun ist uns außerdem durch Jesus Christus seine Gnade und Wahrheit begegnet. Kein Mensch hat damals Gott gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist und in enger Gemeinschaft mit dem Vater lebt, hat ihn uns gezeigt. Wie gesagt, hier geht es um Jesus. Johannes der Täufer weist auf Christus hin. Christus ist im Endeffekt ein griechisches Wort für Messias, für Erlöser. Okay, Messias ist Hebräisch, glaube ich, und Christus ist Griechisch. Ja, und es bedeutet einfach nur Erlöser, also Retter. Es ist, wie gesagt, die Person aus dem Alten Testament, über die immer wieder geredet wird, dass irgendwer kommen wird, er wird die Menschheit von der Sünde befreien. Ja, und das wird der Christus sein, es wird der Messias, es wird der Erlöser sein, okay? So, und deswegen sagt man Jesus Christus. Sein Nachname war nicht Christus, aber man hat ihn so getauft. Die führenden Männer der Juden in Jerusalem schickten einige Priester und Leviten zu Johannes. Okay? So, diese Priester und Leviten und die Pharisäer und diese religiösen Menschen, das sind die mega, mega skeptischen Prospects, die BWL studieren, so Musterschwiegersöhne, die immer googeln, ob IAM ein Scam ist. Und egal wie viele Argumente du gegen sie bringst, sie wollen einfach nicht hören. Wer kennt sie? Wer kennt diese Prospects? Egal wie viel Wahrheit du erzählst, sie wollen einfach nicht hören, weil sie sehen alles nur durch ihren eigenen Filter. Wer kennt sie? Ja, alle, oder? Wir kennen sie alle. Okay? So, das sind böse Menschen. Das sind Menschen, die Jesus nicht wollten. Sie haben ihn nicht gemocht. Nochmal, die führenden Männer der Juden in Jerusalem schickten einige Priester und Leviten zu Johannes. Sie fragten ihn, wer bist du? Dann nutzte Johannes die Gelegenheit, um sie auf Jesus Christus hinzuweisen. Er bekannte und ließ keinen Zweifel offen. Ich bin nicht der Christus, der von Gott versprochene Retter. Wer bist du dann? Fragten sie weiter. Bist du Elia?
Johannes verneinte auch das. Bist du der Prophet, den Mose uns angekündigt hat? Nein, entgegnete Johannes. Elias, eine wichtige Person aus dem Alten Testament. Dann sag uns doch, wer du bist. Welche Antwort sollen wir denen geben, die uns hergeschickt haben? Und da sagte Johannes, ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft, mach den Weg frei für den Herrn. So hat es der Prophet Jesaja schon angekündigt. Okay, Prophet Jesaja ist jemand aus dem Alten Testament. Wie ich schon erklärt hatte in einer Memo, ein Prophet ist ein Mann Gottes oder eine Frau Gottes. In dem Fall wäre es eine Prophetin, okay? Und das sind Leute, die eine Begabung haben. Das sind Leute, die Offenbarungen von Gott bekommen über die Zukunft. Okay? Und Jesaja hat schon geschrieben, dass Jesaja hat genau das geschrieben im Alten Testament, und es ist wahrscheinlich auch hier verlinkt, genau, Jesaja 40,3, können wir jetzt aufschlagen, es wird genauso stehen, mach den Weg frei für den Herrn. Und zu dem Zeitpunkt, wo dieses Buch geschrieben wurde, was wir gerade lesen, gab es ja schon den Alten Testament. Okay? Also das Verständnis musst du haben, es gab ja schon ein Tora. Also hat Johannes der Täufer einfach nur gerade aus diesem Tora zitiert, ich bin der sagt, mach den Weg frei für den Herrn, so wie Jesaja schon gesagt hat, dass es jemanden geben wird, der kommen wird. Und ich bin die Person, die das sagt, dass diese Person gerade gekommen ist. Checkt ihr? So, und unter den Abgesandten waren auch Pharisäer. Wie gesagt, Pharisäer sind diese hoch angesehene, geistesgesunde, religiöse Menschen, die alle Regeln befolgt haben. So, die haben wirklich komplett im Gesetz gelebt. Was bedeutet das? Im Alten Testament hat Gott wirklich sehr, sehr viele Richtlinien gegeben, okay? Wie jemand aus Gottes Volk leben sollte. Ganz, ganz klar, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das nicht, 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 okay? Und das sind Leute, die haben danach gelebt, ja, aber sie hatten keine Beziehung zu Gott. Sie fragten Johannes nun, wenn du nicht der Christus, nicht Elia und auch nicht der von Mose angekündigte Prophet bist, mit welchem Recht taufst du dann? Das heißt, wie ihr gerade merkt, diese Pharisäer, sie fragen, wenn du nicht der Christus bist. Also sagen, wenn du nicht der Christus bist. Das heißt, sie erwarten, zu dem Zeitpunkt haben sie wen erwartet und sie erwarten immer noch, heutzutage erwarten sie immer noch einen Christus. Der einzige Unterschied zwischen Juden und Pharisäer und Christen, also Juden und Pharisäer sind das Gleiche, und Christen, einfach nur, die Christen glauben schon, dass dieser Christus gekommen ist und das ist Jesus. Darauf erwiderte Johannes, ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch lebt schon der, auf den wir warten. Ihr kennt ihn nur noch nicht. Er kommt nach mir und ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Warum sagt er, ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen? Johannes will sich damit einfach nur erniedrigen, okay? Er will einfach nur Jesus damit edifyen. Ich glaube, edifyen ist ein Begriff, den jeder kennt auf diesem Call. Ja, so, ich meine, jemandem die Schuhe auszuziehen ist schon etwas so, das macht er gefühlt ein Sklave, so, die Füße sind verschwitzt. Und damals so haben die Leute keine Gucci Louis Vuitton aus Lederschlappen getragen, das war so ekel, die sind wahrscheinlich so die ganze Zeit so voll mit Staub und so und Dreck und so und Schlamm durchgegangen und so, die Nägel waren schwarz, okay, es war anders. Und er sagt, ich bin es noch nicht mal würdig, seine Schuhe auszuziehen. Dieses Gespräch führten sie in Bethanien, einem Dorf östlich des Jordan, wo Johannes taufte. Am nächsten Tag bemerkte Johannes, dass Jesus zu ihm kam. Da rief er, so jetzt haben wir die erste Begegnung mit Jesus in diesem Buch. Seht, das ist das Gottesopferlamm, das die Sünde der Menschen wegnimmt. So, das werde ich jetzt ein bisschen erklären müssen, okay? Weil, warum sagt er, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünden der Menschen wegnimmt? So, die Leute im Alten Testament, boah, das braucht jetzt ein bisschen Vorwissen, okay? So, im Alten Testament haben die Juden ein sehr, sehr striktes, strenges Leben gelebt. Sie hatten ihre Regeln. Und warum hat Gott diese Gesetze gegeben? Wir haben ja vorhin gelesen, dass es einen Mose gab und über diesen Mose hat Gott uns ein Gesetz gegeben. Ja, und das sind, wie gesagt, die Regeln, okay? Regeln. Ja, und warum hat Gott durch Mose der Menschheit, also dem Volk von Israel damals, die ganze Zeit Regeln, 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 Regeln gegeben? Weil das Volk voller Sünde war. Und dort, wo Sünde herrscht, kann Gott nicht anwesend sein, okay? Du musst dir das vorstellen, wie zum Beispiel eine unglaublich helle Sonne, heiße Sonne. Und je näher du zu dieser Sonne kommst, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst. Wenn du zu nah kommst, dann stirbst du. Okay? Nicht, weil die Sonne böse ist. Sie ist eigentlich gut. Weil wenn du die richtige Entfernung hast und wenn du die richtige Maßstäbe respektierst, wärmt sie dich. Und die Sonne bringt Leben. Und sie sorgt für Wachstum. Okay? Und Blumen können dadurch wachsen. Bäume können wachsen. Und Essen kann dadurch kommen. Ja, also die Sonne ist eigentlich gut. Aber wenn du der Sonne zu nah kommst und Dinge tust, wie sie nicht getan werden sollten, stirbst du. Und das ist for real passiert im Alten Testament. Im Alten Testament war Gott anwesend, also in so einem Tempel. Muss jetzt nicht verstehen. Also es gab einen Ort auf diesem Planeten, wo Gott war. Okay?
Und Leute, wenn sie unrein waren, wenn sie, also was ist Sünde? Sünde ist einfach nur ein Wort und das heißt Zielverfehlung. Okay? Wenn du sündigst, verfehlst du das Ziel. Was ist das wahre Ziel? Das wahre Ziel in diesem Leben ist, dass du vollbringst, was Gott möchte in deinem Leben und dass du ein Leben in Einheit mit Gott lebst. Und sobald du sündigst, was passiert? Du verfehlst das Ziel. Das heißt, du lebst nicht ein Leben in Einheit mit Gott, du entfernst dich von Gott. Nicht, weil Gott sich entfernt. Gott ist immer da. Gott ist immer an deiner Seite. Aber du entfernst dich von Gott, weil du dich für die Sünde entschieden hast. Okay? Wenn du sündigst, sagst du in anderen Worten, ich will Gott sein. Ich will entscheiden, was richtig ist in meinem Leben und was falsch ist. Ich will die Moral übernehmen. Okay? Und ich will einfach das machen, was ich will. Ich will einfach das machen, was ich will. Und oft ist nicht das gut, was wir wollen. Das wissen wir selber. Wenn wir Kinder erziehen, sagen wir den Kindern ganz klar, ey, ich weiß, dass du jetzt erstmal Nachtisch essen willst, aber das ist nicht gut für dich, weil du wirst kaputte Zähne bekommen, dein Bauch wird wehtun. Also machen wir es aus Liebe. Geben wir der Person, geben wir dem Kind eine Regel. Du darfst erst Nachtisch essen, nachdem du alles gegessen hast. Dann darfst du erst Nachtisch essen. Okay? Nicht, weil wir böse sind, sondern weil wir das Kind lieben. Right? Also hat Gott wirklich ganz, ganz klare Gesetze erschaffen, sodass die Menschheit unterscheiden könnte von dem, was Sünde ist und von dem, was nicht Sünde ist. Sodass die Menschheit einfach ein ganz sündfreies Leben führen konnte. Das ist im Endeffekt die Zusammenfassung vom Alten Testament. Ja, es gibt noch ein paar Stories, König David, genau ein paar Propheten und so weiter und so fort. Aber das ist so das, was du checken musst, um das Buch zu verstehen. So, und wie haben die Menschen sich freigesprochen im Alten Testament von dieser Sünde? Also, wie haben sie diese Sünde aus ihrem Geist entfernt, sodass sie wieder eine Beziehung mit Gott führen konnten? Das Resultat von der Sünde ist der Tod. Warum? Weil wenn Sünde Zielverfehlung bedeutet, die Verfehlung von dem Ziel, dass du in Einheit mit Gott lebst. Aber Gott die Person ist, die dir das Leben geschenkt hat. Und du das Ziel verfehlst, indem du sündigst und dich von der Quelle des Lebens entfernst, dann stirbst du. Simple as that. So wie wenn du dich viel zu sehr von der Sonne entfernst, es wird kalt und du stirbst. Genau das Gleiche ist das Resultat von der Sünde, der Tod. Okay? Weil Gott die Person ist, die Quelle des Lebens. Alright, ich muss jetzt meine Gedanken raffen. Und was haben sie gemacht? Also wir Menschen verdienen eigentlich den Tod. Sobald wir sündigen, verdienen wir den Tod. Aber es gibt ein Happy Ending und das erkläre ich euch gleich. So, Gott wollte logischerweise nicht, dass seine Kinder und dass sein Volk stirbt. Wobei Gott immer wieder gesagt hat, sündigt nicht, macht das und das. Ich will euch nur, ich will nur, ich will nicht, dass sie Bauchschmerzen bekommen. Ich will nicht, dass sie kaputte Zähne bekommen. Macht das so und so und glaubt mir, ihr werdet langfristig glücklicher werden. Glaubt mir, ihr werdet Sixpacks bekommen, wie auch immer. Okay, also es ist nur ein Beispiel. Darum ging es gar nicht. Das sind nur meine Metaphern, okay? Nicht, dass du denkst, so Gott wollte das Leid Sixpacks. So, ja. Also was hat er gemacht? Er hat Folgendes gemacht. Und zwar, ihr könnt es nicht von euch aus. Ihr könnt nicht mit eurer eigenen Disziplin, mit eurer eigenen Kraft gegen die Sünde antreten. Ihr seid zu schwach dafür. Also mach ich es euch einfacher. Und zwar, dadurch, dass das Resultat von der Sünde der Tod ist, muss irgendwer oder irgendwas, was unschuldig ist, an eurer Stelle sterben, sodass das vergossene Blut, was durch den unschuldigen Tod stattfindet, euch freispricht und eure Sünde, ja, und dieses Blut eure Sünde durchwäscht. Ich weiß, es ist ein bisschen makaber, aber it is what it is. Okay? So ist das Universum aufgebaut. Ja, das heißt, was haben sie gemacht? Sie haben Tiere genommen, in dem Fall ein Lamm, und das war ihr Ritual. Sie haben Lamme genommen, die unschuldig. Ich meine, wenn du dir ein Lamm guckst, sind so süße kleine Tiere, die haben noch nie gesündigt. Ja, und sie haben die eiskalt gekillt. Okay, und das Blut von diesem Lamm haben sie genutzt. Also sie haben es jetzt nicht auf sich selbst gespritzt oder so, aber das Blut, dadurch, dass das Blut vergossen wurde, wurden sie freigewaschen durch die Sünde und sie waren wieder im Reinen. Okay, und sie konnten wieder zu Gott kommen, wo Gott anwesend war. Ist es angekommen? Ist es angekommen? Ich habe eine neue Perspektive, Gänsehaut. Okay. Ich hoffe, das ist angekommen, weil ich habe das sehr, sehr simpel erklärt. Ich sage das nochmal. So, der Mensch hat ganz, ganz oft missgebaut im Alten Testament, immer noch. Gott wollte nicht, dass der Mensch missbaut. Gott hat sich eine Lösung überlegt. Und zwar, anstatt dass ihr sterben müsst, ich will nicht, dass ihr stirbt. Ich will, dass stattdessen jemand anderes für euch stirbt. Okay? Und ja, dass jemand anderes für euch stirbt, mehr so, dass ihr frei dadurch werdet. Aber wie kann das richtig sein, also etwas Unschuldiges zu bestrafen? Also ich verstehe deine Liebe gegenüber Tiere, okay, aber es sind Tiere. Ja. So Tiere sind dafür da, also Tiere sind uns unterstellt, okay? Als Gott die Welt erschaffen hat,
hat er zu Adam und Eva gesagt: All diese Tiere, all dieser fruchtbare Boden, er ist dir unterstellt. Herrsche über sie. Herrsche über sie. Das heißt, Tiere sind dafür da, ja, um in Gemeinschaft mit uns zu leben, aber auch um gegessen zu werden. Okay? Juden opfern immer noch aktiv. So sprechen sie ihre Sünde frei. Sie machen immer noch so welche Rituale. Und zu 100%. Sie führen immer noch so ein Lifestyle. Also sie schlachten immer noch unschuldige Tiere. Aber gut, dass du sagst, Michael, wie kann das richtig sein, also etwas Unschuldiges zu bestrafen? Und ich fühle gerade den Geist. Ich fühle gerade den Geist. Ja, genau das ist Christentum, weil Gott verstanden hat, wir können nicht immer wieder unschuldige Tiere dafür bestrafen. Okay? Und jetzt pass auf, Michael, weil das ist das Christentum. Also was hat Gott gemacht? Weil auch da, wo sie immer wieder diese Tiere geschlachtet haben, wurde das Volk nicht aufrecht. Das Volk hat kein richtiges Leben geführt. Sie haben immer wieder gesündigt und dann Tiere geschlachtet. Gesündigt, Tiere geschlachtet. Und das ist nicht der Sinn der Sache. Gott wollte, dass die Menschen einfach ein sündfreies Leben führen. Was hat Gott gemacht? Er hat sich eine noch bessere Lösung überlegt. Eine noch liebevollere Lösung. Eine Lösung, die einfach so krass seine Gnade ausstrahlt, die unfassbar ist. Und zwar, Gott ist selber auf die Welt gekommen. Als Jesus. Hat ein perfektes, fehlerfreies, einwandfreies Leben geführt. Er hat nichts anderes getan, außer Menschen geliebt, bedingungslos Menschen gedient. Okay, er hat die Blinde sehend gemacht, er hat Taube hörend gemacht, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat geheilt. Okay, er hat Menschen errettet. Er hat Tote auferstehen lassen durch seine Wunder. Einfach nur ein perfektes Leben geführt, ohne Sünde, wie dieses unschuldige Lamm. Ohne Sünde. Einfach nur, um gepeitscht zu werden, um dann gekreuzt zu werden, einer der grausamsten Tote zu erleben, gefoltert zu werden, angespuckt zu werden, geschlagen zu werden, als Gott, allmächtiger Gott, der so machen kann und die ganze Welt vernichten kann, wenn wir drüber nachdenken. Einfach nur, sodass er an diesem Kreuz ist und für dich stirbt und dich freispricht von dieser Sünde. Sodass du nicht die Person sein musst, die angespuckt, abgetrieben, enttäuscht, gepeitscht wird, an diesem Kreuz hängt, dass nicht du diese Person sein musst, weil du das eigentlich verdienst, weil du sündigst und immer wieder das tust, was nicht richtig ist, hat Gott gesagt, ich liebe dich so unfassbar dolle, ja, dass ich deinen Platz übernehme, dass du nicht leiden musst. Und das Einzige, was du tun musst, um frei zu sein davon, um frei zu sein vor diesem Tod, ist, dass du annimmst, was ich für dich an diesem Kreuz getan habe. Und ich kriege gerade unfassbar Gänsehaut. Ja, weil das ist die Wahrheit. Das ist das, was Jesus repräsentiert im Christentum. Okay? Das ist das, was Jesus repräsentiert im Christentum. Und daher, jetzt ergibt Sinn, seht, das ist Gottes Opferlamm. Das meint Johannes damit. Dass Jesus, als er Jesus zum ersten Mal sah, das ist der, der gekommen ist, um für die Sünde der Menschen zu sterben. Um sie von der Menschheit letztendlich ein für alle Male wegzunehmen. Und ich kriege gerade unfassbar Gänsehaut, okay, weil das ist einfach so wunderschön ist. Es ist so wunderschön. Wie kannst du so eine Liebe erklären? Jemand, der allmächtig ist, jemand, der omnipräsent ist, jemand, der machen kann, was er will, hat von dem Anfang an der Erschöpfung des Menschen gewusst, dass indem er den Menschen kreiert, irgendwann später so verdammt hart leiden wird, aber er hat es immer noch gemacht. Weil er den Menschen so unfassbar liebt. Und er wird es immer wieder aufs Neue tun. Er würde es immer wieder aufs Neue tun, nur für dich. Nur für dich. Und es gibt nichts, was du tun kannst, was es gut macht, was es schlecht macht, was Gott dich mehr lieben lässt, was Gott dich weniger lieben lässt. Er sieht deine Fehler. Und Leute, wir sind verdammt echt böse Wesen. Ohne Witz. Der Mensch ist so ein verdammt böser Wesen, Mann. Egal, was der Mensch anfasst, er baut einfach Scheiße, Mann. Aber it is what it is. Aber der Mensch, Gott hat ihm die Menschheit so unfassbar bedingungslos geliebt. Und das werden wir gleich, das werden wir morgen noch lesen. Johannes 3,16. Dass er seinen einzigen geliebten Sohn auf die Erde geschickt hat. In anderen Worten, er hat sich selber als Mensch gemacht, ist auf die Erde gekommen, um für die Menschheit zu sterben an diesem Kreuz. Um die Sünde der Menschheit auf sich zu nehmen. Die ganze Sünde hat er auf sich genommen. War perfekt. Nie einen Fehler gemacht. Ist nach 3 Tagen wieder auferstanden. Und das ist das Happy Ending, Michel. Er hat gelitten, aber er ist nach 3 Tagen auferstanden. Das heißt, die Sünde und der Tod hatte nicht die gute Hand. Als letztes hat Jesus gedacht, okay, weil Jesus allmächtig ist. Und er ist auferstanden. Und somit hat er der Sünde gesagt, du hast verloren, indem er auferstanden ist. Weil eigentlich das Resultat von der Sünde ja der Tod ist. Jesus ist gestorben für 3 Tage. Er ist auferstanden. Und indem er aufgestanden ist, haben wir über die Sünde triumphiert.
Jesus hat den Kampf für uns gewonnen. Versteht ihr? Gegen die Sünde. Alright. Dieser Mann ist es. Jetzt könnten wir eigentlich die ganze Callreihe beenden. Geh nach Hause, so mach was du möchtest. Ja, dieser Mann ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird einer kommen, der weit über mir steht. Denn er war schon da, bevor ich geboren wurde. Auch ich wusste vorher nicht, wer es ist. Hier redet immer noch Johannes der Täufer. Aber damit dem Volk Israel die Augen für ihn geöffnet werden, das findet alles in Israel statt, by the way, taufe ich hier mit Wasser. Und Johannes berichtete weiter, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. Wer es ist, wusste ich vorher noch nicht, wiederholte Johannes. Aber Gott, der mir den Auftrag gab, mit Wasser zu taufen, sagte zu mir, du wirst sehen, wie der Geist auf, hiermit ist der Heilige Geist gemeint, ja, der Geist Gottes. Du wirst sehen, wie der Geist auf einen Menschen herabkommt und auf ihn bleibt. Dann weißt du, dass er es ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das heißt, Gott hat ständig gesagt zu Johannes, es wird irgendwer kommen. Es wird irgendwer kommen und es wird dieser Christus sein. Und du wirst ihn erkennen, indem du siehst, wie der Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel abfällt und auf ihm bleibt. Okay? Und dann wirst du wissen, das ist der mit dem Heiligen Geist taufen wird. Das ist der die Sünde von der Menschheit nehmen wird. Und weil ich das gesehen habe, kann ich bezeugen, dieser Mann ist Gottes Sohn. Und by the way, wenn du damals gesagt hast, dass jemand Gottes Sohn ist, es ist die schlimmste Sünde, die du machen kannst. Es ist schlimmer als töten. Weil das ist unfassbar krasse Blasphemie. Diese Menschen, ihr müsst verstehen, Fam, ja, das waren sehr, sehr gottesfürchtige Menschen. Sie waren nicht gottesfürchtig, es waren einfach sehr religiöse Menschen. Aber sie haben sich noch nicht mal getraut, den vollständigen Namen von Gott auszusprechen. Ja, Yahweh wurde zum Beispiel geschrieben nur mit den, wie heißt das? Also es gibt Vogalen und es gibt das andere. Auf jeden Fall gibt es Vogalen, A, E, I, O, U, und es gibt das andere. Wie heißen die anderen? Ich habe vergessen. Egal. Ja, aber sie haben einfach nur Yahweh nicht ausgeschrieben. Sie haben einfach nur J-H-W-H geschrieben, weil sie sich nicht getraut haben, das ganze Wort, Konsonanten richtig. Sie haben nur die Konsonanten vom Namen geschrieben, weil sie gesagt haben, dieser Name ist so herrlich, dieser Name ist so wertvoll, dass sie es nicht mal würdig sind, den ganzen Namen auszuschreiben, weil unsere Hände so dreckig sind. Okay? Und jetzt kommt irgendein Täufer, irgendein Typ, und er sagt, irgendwer ist Gottes Sohn. Was? Dieser Typ soll Gottes Sohn sein? Das war so eine krasse Beleidigung für diese Menschen. Das war schlimmer als töten. Also wenn du sowas gesagt hast, du hast gefühlt deinen Tod in dein Leben programmiert. Weil es ging, du konntest sowas nicht sagen. Es war ein zu heiliger Name, dass du sagst, du bist Sohn Gottes. Okay? Es war zu tapfer, sowas zu sagen. Johannes der Täufer und zwei seiner Jünger waren am nächsten Tag wieder an dieser Stelle. Also Johannes hatte auch seine Persons. Als Jesus vorüberging, da schaute Johannes ihn an und sagte, sieht, das ist Gottes Opferlamm. Zu seinen Jüngern hat er das gesagt. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus drehte sich zu ihnen um, sah sie kommen und fragte, was sucht ihr? Und sie antworten, Rabbi. Das ist sowas wie ein Lehrer, okay? Wo wohnst du? Komm mit, dann werdet ihr es sehen, sagte Jesus. Also gingen sie mit Jesus dorthin, wo er wohnte. Es war ungefähr 4 Uhr nachmittags und sie blieben bei ihm bis zum Abend. Warum steht das hier? Was ist das für eine random Stelle? Einfach nur, damit du verstehst, Jesus ist Gott. Und Jesus zeigt hier, wie er gerne Zeit mit Menschen verbringt. Er kannte diese Menschen von nirgendwo. Sie sind auf ihn zugekommen, haben gesagt, Rabbi, wo wohnst du? Er so, ich zeig's euch, komm mit mir, haben den ganzen Nachmittag und den ganzen Abend mit Jesus verbracht, weil er Gemeinschaft mit Menschen suchen wollte. Und du wirst ganz oft sehen, Jesus hat ständig nur Gemeinschaft mit Menschen gesucht, okay? Einer der beiden, die Jesus auf das Wort von Johannes hingefolgt waren, hieß Andreas. Er war der Bruder von Simon Petrus. Wenig später traf er seinen Bruder Simon und erzählte ihm, also Andreas ist auf Simon zugegangen, der den Nachmittag und den Abend mit Jesus verbracht hat. Wir haben den Messias gefunden, also wir haben den Christus gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Im griechischen Text folgt an dieser Stelle unmittelbar die Erklärung des Wortes Messias. Messias ist das hebräische Wort, genau, für Christus. Dann nahm Andreas seinen Bruder mit zu Jesus. Der sah ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn von Johannes. Von jetzt an sollst du Petrus heißen. Was ist das für eine random Stelle? Also du wirst merken, Jesus ist manchmal sehr random gewesen. Okay? Er ist manchmal sehr direkt gewesen. Und sowas wie, ich weiß nicht, ob es ein negatives Wort ist, aber sowas wie sassy. Ich weiß nicht, wie man sassy auf solches, aber das ist schwierig zu beschreiben, aber er war sehr, sehr bold. You know? Er war sehr, sehr selbstbewusst in seiner Umsetzung. Okay? Und dieser Typ ist gekommen, dieser Simon Petrus. Jesus hat ihn kennengelernt. Hey, was geht? Ja, du bist ja dieser Sohn von Johannes, ab jetzt heißt du nicht mehr Simon, ab jetzt heißt du Petrus. Okay? Und was bedeutet Petrus? Es ist ein hebräisches Wort, heißt Kephas,
Okay? Und das ist der hebräische Name für Petrus und bedeutet Fels. Okay, und Petrus ist einer der Jünger von Jesus. Okay, und Petrus ist eine sehr, sehr besondere, bis heute noch sehr bekannte Person im Christentum. Und warum hat ihn Jesus direkt, als zum ersten Mal seine ersten Gespräche, direkt umbenannt und getauft auf Fels? Warum? Weil, worauf baut man ein Haus? Man baut ein Haus auf Fels, oder? Das ist das Fundament. Okay? Und damit wollte Jesus einfach nur sagen, er wusste schon, wer Petrus ist. Er wusste schon, bevor er Petrus kennengelernt hat, wusste schon Jesus, was das für ein Mensch ist, was für ein Herz er hat, seine Schwächen, seine Stärken, was er wirklich will im Leben. Und er wusste, dass dieser Mann sein ganzes Leben aufgeben wird, um Jesus nachzufolgen, um das Wort Jesus zu verkünden, um die Welle und die Auferweckung in den ersten Jahren von Christentum auszulösen mit seinen anderen Jüngern und Gebrüdern. Okay, und er wird das Fels sein. Checkt ihr? Er wird das Fundament sein von dem Haus, was Jesus aufbauen will. Mit dem Haus, was Jesus aufbauen will, meine ich damit einfach nur die Botschaft, die Jesus verkünden will. Okay? Die bis heute noch gepredigt wird. Das heißt, wegen Petrus, unter anderem, sind wir heute auf diesem Call. Checkt ihr? Deswegen hat Jesus ihn damals direkt umgenannt auf Fels, weil er direkt das Potenzial in ihm gesehen hat. Jesus war allwissend. Er konnte schon in die Zukunft schauen. Und er hat ihn direkt umgenannt. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa gehen wollte, traf er unterwegs Philippus. Auch ihn forderte er auf: Komm, folge mir nach. Oha, wir sind schon seit einer Stunde auf dem Call. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus Bethsaida. Später begegnete Philippus Nathanael und erzählte ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und in den Propheten angekündigt haben. Ne? Wie gesagt, im Alten Testament, es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn von Josef. Und dann, jetzt haben wir einen, guck mal, alle anderen sind so: Oh Jesus, wo lebst du? Können wir mit dir gehen? Er trifft Jesus zum ersten Mal und sagt: Komm, folge mir nach. Und der Typ ist ihm einfach nachgefolgt. So. Die waren also direkt und die haben nicht viel nachgedacht. Es waren keine Skeptiker. Jetzt haben wir einen Skeptiker. Philippus begegnet Nathanael und erzählt ihm: Wir haben den gefunden. Er ist aus Nazareth und so weiter und so fort. Und dann sagt er Nathanael direkt: Nazareth, ich weiß nicht, was kann von da schon Gutes kommen? Doch Philippus antwortete ihm: Komm mit und überzeuge dich selbst. Als Jesus Nathanael erblickte, sagt er: Hier kommt ein wahrer Israelit, ein ganz und gar aufrichtiger Mensch. Nathanael erstaunte: Woher kennst du mich? Und Jesus erwiderte: Noch bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Und dann hat Nathanael direkt erkannt, das ist Gott, weil niemand wissen konnte, dass Nathanael unter dem Feigenbaum war. Rabbi, du bist wirklich Gottes Sohn, rief Nathanael. Du bist der König von Israel. Und Jesus sagte: Das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Aber du wirst noch viel größere Dinge zu sehen bekommen. Ich glaube, das ist verständlich. Und er fuhr fort: Ich sage euch die Wahrheit, ihr werdet den Himmel offen und die Engel Gottes hinauf und herabsteigen sehen zwischen Gott und dem Menschensohn. Okay, das heißt, es ist einfach ein Statement. Jesus sagt einfach zu Nathanael: Schau mal, Brudi, nur weil ich gesagt habe, dass du unter dem Feigenbaum warst und weil ich dich dann gesehen habe, wo es unmöglich war, dass ich irgendwer gesehen habe. Vielleicht war es auf einem Berg, vielleicht war es einfach ein Ort, wo Nathanael gerne alleine war, you know? Sein geheimer Ort, wir haben den alle. Ja, und Nathanael so: Was? Okay, du bist Gott, du bist der König von Israel. Und Jesus: Nur weil ich das gesagt habe, glaubst du schon dran? Warte ab, du wirst noch so viel krassere Dinge erleben. Du wirst sehen, wie der Himmel aufgeht. Du wirst sehen, wie im Engel Gottes hinauf und herabsteigen zwischen mir und Gott. Okay, so das ist das erste Kapitel. Das war jetzt das Kapitel, was am längsten ging von allen. Okay, weil ich euch ein bisschen Fundament geben musste, durfte. Ja, so wir lesen jetzt weiter. Das wird jetzt nicht so lange gehen, okay? Hoffentlich. Kann auch sein, dass es lange geht. Aber ey, so seid ihr unterhalten? Sagt man das so? Seid ihr unterhalten? Ja, es ist spannend, Fam. Okay? Das Ding ist, wenn ihr das Ganze lest, okay, denkt nicht, ja, das ist eine schöne Geschichte und so weiter. Leute, das ist for real passiert. Es ist passiert. Vor 2000 Jahren ist es genau so passiert. Okay? Und diese Geschichte möchte dir etwas sagen. Nicht umsonst sitzen wir hier. Und jetzt verstehe, was diese Geschichte dir sagen möchte. 2 Tage später wurde in dem Dorf Kana in Galiläa, also 2 Tage nach was? Nach der Begegnung mit Jesus und den ganzen Jüngern. By the way, so hat Jesus angefangen, seine Nachfolge aufzubauen. Er hat sie begegnet, hat ihnen Ding gesagt und sie haben die Entscheidung getroffen, ihm zu folgen. Die Mutter von Jesus war dort. So jeder, ich glaube, jeder weiß, wer die Mutter von Jesus ist. Die Jungfrau Maria, ne? Wo der Engel Gottes zu Maria gekommen ist, gesagt: Du wirst schwanger sein. Ja, und sie war Jungfrau, du wirst schwanger sein, du wirst ein Kind gebären und das wird das Kind Gottes sein. Okay. Die Mutter von Jesus war dort. Also in Johannes lernen wir nicht so viel über Maria, aber in den anderen Evangelien wie Matthäus, Markus lernen wir mehr über Maria, weil wir dann auch
die ersten Jahre von Jesus erleben, wo er geboren wurde, wie die Geschichte war und so weiter und so fort. Also, die waren auf einer Hochzeit, auch mit seinen Jüngern und so weiter und so fort. Als während des Festes der Wein ausging, man sagt, man kann es nicht wissen, aber viele Leute glauben daran, dass diese Hochzeit die Hochzeit war von Johannes, dem Apostel. Also Johannes, der das geschrieben hat. Okay? Als während des Festes in der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, es ist kein Wein mehr da. Doch Jesus antwortet ihr, es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. So, das ist nicht ein frecher Jesus, der seine Mama nicht gehorchen will. Nein. Okay. Als Maria zu Jesus gegangen ist und gesagt hat, es ist kein Wein mehr da, hat Maria in anderen Worten einfach nur gesagt, kannst du nicht kurz Gott sein und einfach mal Wein spawnen lassen. Das war das, was Maria gesagt hat. Und Jesus so, Moment, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Okay. Da sagte seine Mutter zu den Dienern, was immer er euch befiehlt, das tut. Nun gab es im Haus 6 steinerne Wasserkrüge. Man benutze sie für die Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangt. Jeder von ihnen fasste 80 bis 120 Liter. Jesus forderte die Diener auf, füllt diese Krüge mit Wasser und sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an, und das ist das erste Wunder, was Jesus vollbringt. Nun bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Die Diener befolgten seine Anweisungen. Okay? Das heißt nochmal, einfach nur zum Verständnis. Es gibt Jesus, es gibt die Diener in der Hochzeit und es gibt den Mann, der zuständig ist für die Kostprobe. Jesus hat zu denen gesagt, füllt die Krüge mit Wasser. Also Jesus hat zu den Dienern gesagt, füllt die Krüge mit Wasser und bringt dieses angebliche Wasser zu dem Mann, der die Kostprobe macht. Sie befolgen die Anweisungen. Der Mann probierte das Wasser. Es war zu Wein geworden. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich, also der Kostprobemann rief den Bräutigam zu sich und hielt ihm vor, jeder bietet doch zuerst den besten Wein an und erst später, wenn die Gäste schon betrunken sind, kommt der billigere Wein auf den Tisch. Aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. Also remember, so, die Mama von Jesus ist auf ihn zugegangen, es gibt keinen Wein mehr, die haben alles leer getrunken. Okay, Jesus hat dann aus Wasser Wein gemacht und der Mann für die Kostprobe ist zum Bräutigam gegangen, hat gesagt, in anderen Worten, warum habt ihr den besseren Wein als letztes gelassen? Logischerweise lässt man den besten Wein als erstes, damit Leute ihn schmecken können. Und wenn sie angetrunken sind, gibt man ihnen den billigeren Wein. Das heißt, einfach nur damit du verstehst, was für eine Qualität Gottes Wunder haben. Ja. Und aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. So vollbrachte Jesus in dem Dorf Kana in Galiläa sein erstes Wunder. Er offenbarte damit zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Das heißt, seine Jünger haben das gesehen und die denken sich, was passiert hier? Dieser Mann hat einfach gerade aus Wasser Wein gemacht und sie haben angefangen, logischerweise an ihn zu glauben. Danach ging er mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapernaum. Dort blieben sie für einige Tage. Kurz vor dem jüdischen Passafest reiste Jesus nach Jerusalem. Dort sah er im Vorhof des Tempels viele Händler, die Rinder, Schafe und Tauben als Opfertiere verkauften. Auch Geldwechsler saßen hinter ihren Tischen. Also, Passafest ist einfach eine jüdische Tradition. Es ist, findet ungefähr zum gleichen Zeitpunkt wie Ostern stattfindet. Als Jesus dann zum Tempel, also Jesus ist einfach zur Kirche gegangen, sagen wir mal so. Tempel ist einfach ein Wort für Kirche. Okay? Und als er zum Tempel gegangen ist, wo eigentlich Gott angebetet wird und wo göttliche Dinge gemacht werden und so weiter, hat er Business gesehen. Ja, wie Leute gehandelt haben, Schafe, Taube, Opfertiere. Wie ihr seht, ne, also sie haben auch Opfertiere gehandelt. Okay? Und Geldwechsler und so weiter und so fort. Und Jesus machte sich aus Stricken eine Peitsche und jagte die Händler mit all ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk. Was? Jesus macht sowas? Oh ja. Er schleuderte das Geld der Wechsel auf den Boden und warf ihre Tische um. Er warf die Tische um. Den Taubenhändlern befahl er, schafft das alles hinaus. Ja, weg mit euch. Das Haus meines Vaters ist doch keine Markthalle. Okay? Seine Jünger aber mussten an das Wort in der Heiligen Schrift denken. Der Eifer für deinen Tempel wird mich vernichten. Okay, ich erkläre euch das jetzt. So. Wie, ich dachte, Jesus ist liebevoll und so weiter und so fort. Das ist Liebe. Liebe ist nicht immer zart und gut und uns einfach so weich. Nein. Wenn du zum Beispiel siehst, dass ein kleines Kind, ja, mit seinen Fingern kurz davor ist, in die Steckdose zu greifen, bist du da zart oder bist du da gewaltig? Wie reagierst du dann? Du reißt diesen Arm daraus, oder? Wenn du siehst, dass ein kleines Baby kurz davor ist, die Hand auf eine unnormal heiße Herdplatte zu tun, bist du da zart oder bist du da gewaltig? Du bist gewaltig, oder? Warum? Weil du weißt,
Dieses Baby ist kurz davor, sich zu verletzen. Das ist genau das, was Jesus hier gerade macht. Okay? So. Und im Endeffekt macht er nichts Verkehrtes. So, im Endeffekt ist ein Tempel nicht dafür da, um Business zu machen, you know? Und was aber dadurch entstanden ist, seine Jünger, also die Leute, die mit Jesus waren, okay, seine Nachfolger, sie haben gesehen, all das gesehen, haben gesehen, wie Jesus ausgerastet ist. Und sie haben gesehen, wie Jesus langsam sich unbekannt gemacht hat, weil er Dinge gemacht hat, die Menschen nicht gemocht haben, okay? So wie wenn du zum Beispiel jemanden hast, deine Eltern, zum Beispiel, wenn wir jünger sind, ne? Unsere Eltern sagen uns immer Dinge, die wir nicht hören wollen. Wir wissen, diese Dinge sind richtig, aber wir wollen es einfach nicht hören. Und wenn unsere Eltern diese Dinge sagen, sind wir abgefuckt auf sie. Wer kennt das? Wer kennt das? 100%, oder? Wir wissen, eigentlich haben sie recht. Eigentlich ist es richtig, was sie sagen, aber wir wollen es einfach gar nicht hören. Und wenn sie diese Dinge sagen, sind sie abgefuckt auf uns. Weil wir wollen das machen, wie wir es wollen. Und genau so ging es den Menschen zu dem Zeitpunkt, weil Jesus eigentlich nur was Gutes gemacht hat und Recht hatte, aber er hat angefangen, zu viel Veränderung mit einzubringen. Er hat angefangen, wie gesagt, das, was im Finsteren war, ins Licht zu bringen. Und die Finsternis wollte das nicht. Die Finsternis wollte weiterhin in der Finsternis bleiben. Die Finsternis wollte nicht zu Licht werden. Und dann haben die Jünger festgestellt, er fängt an, sich unbeliebt zu machen bei den Menschen, weil die Menschen Business machen wollen. Die Menschen wollten Geld. Die Menschen war es egal, was Gott gedacht hat. Also, der Eifer für deinen Tempel wird mich vernichten. Okay, das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Daher auch, sie mussten an das Wort in der Heiligen Schrift denken. Wie gesagt, es gab Leute, die in dem Alten Testament über Jesus geschrieben haben. Logischerweise wussten sie nicht, dass diese Person Jesus heißen wird, aber sie wussten, es wird ein Mann Gottes kommen und das wird der Retter, Erlöser und Christus sein. Okay? Und sie haben über diese Person geschrieben, der Eifer für deinen Tempel wird mich vernichten. Und daran haben die Jünger gedacht, als sie das gesehen haben. Und zwar, dass das Wort vom Alten Testament, was sie ja zu dem Zeitpunkt hatten schon, hat sich genau in Jesus seinem Verhalten manifestiert. Die führenden Männer der Juden, also diese skeptischen Prospects, die BWL-Studenten, ja, stellten Jesus daraufhin zur Rede. Woher nimmst du dir das Recht, die Leute hinauszuwerfen? Wenn du dabei im Auftrag Gottes handelst, dann musst du uns einen eindeutigen Beweis dafür geben. Ja, beweis mir doch durch die AGBs, dass es kein Schneeballsystem ist. Jesus antwortete ihnen, zerstört diesen Tempel und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Zerstört diesen Tempel und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. So, was, riefen sie, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst das in 3 Tagen schaffen? Also sie waren hier sehr, sehr wütend auf Jesus für diese Aussage, weil es war wieder etwas, in ihren Augen war das etwas so komplett Herabstellendes für das, was sie aufgebaut haben, weil die haben diese Tempel angebetet, es war so wertvoll für sie und so weiter. Ja, und Jesus hat das so komplett disqualified, hat gesagt so, wisst ihr was, so, ihr baut das auf, zerstört ist und in 3 Tagen werde ich das wieder aufbauen. Und die so, was? Was redest du? In 46 Jahren haben wir dafür gebraucht. Und mit dem Tempel aber meinte Jesus seinen eigenen Körper. Als er von den Toten auferstanden war, also hier reden die gerade über, hier redet Johannes über die Zukunft. Als er von den Toten auferstanden war, Jesus, erinnerten sich seine Jünger an diese Worte. Sie glaubten den Voraussagen der Heiligen Schrift und allem, was Jesus selbst ihnen gesagt hatte. Das heißt, Jesus wusste schon, dass er irgendwann sterben wird. Und dass er nach 3 Tagen auferstehen wird. Er wusste das. Das war, by the way, seine Berufung. Er wusste das schon von klein auf. Und das hat er einfach auf ihre Antwort gesagt von diesen Pharisäern, weil er wusste, seine Jünger hören zu. Und er wusste auch, dass die Pharisäer zuhören. Und das hat er damit gemeint. Er hat nicht damit dieses Gebäude gemeint. Er hat damit seinen eigenen Körper gemeint. So, während des Passafests hielt sich Jesus in Jerusalem auf. Viele Menschen erlebten die Wunder, die er vollbrachte und glaubten deshalb an ihn. Das heißt, Jesus hat weiterhin Wunder vollbracht. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, weil er sie genau kannte. Ihm brauchte niemand etwas über den Menschen zu sagen, denn er wusste, was in jedem Einzelnen vor sich geht. Das heißt, er wusste, Menschen hatten selbstzerstörerische, sowas wie heuchlerische Züge. Sie wollten Jesus ausnutzen und so weiter und so fort. Und er hat für eine Weile sich immer ein bisschen entfernt. Okay, weil er wusste, die Menschen sind böse. Nicht jeder, aber die Masse. Ja, und er wusste, was in jedem Einzelnen vor sich geht. Okay, so, das sind die ersten 2 Kapitel gewesen. Also wir sind auf jeden Fall schon sehr, sehr lange hier. Das vergeht echt extrem schnell. Aber so circa 20 Leute sind gegangen. Ey, wer konnte was lernen? Wer konnte was lernen? Alright, sehr nice. An die Christen unter uns, habt ihr jetzt sogar eine andere Perspektive über die ersten 2 Kapitel von Johannes? Das ist sehr gut.
Sehr nice. Wer kann von sich aus sagen, dass er zum ersten Mal gecheckt hat, warum Jesus auf der, was dieses Kreuz bedeutet? Bitte eine Seven in den Chat, wenn du gecheckt hast, was das Kreuz von Jesus bedeutet. Nur einmal eine Seven in den Chat. Das ist das Wichtigste von allen. Das ist für mich das Allerwichtigste, okay? So, ich kann jetzt for real jetzt in Ruhe sterben und ich habe meinen Job getan. Weil das ist das Fundament. Wenn du das verstehst, dann verstehst du alles. Glaub mir. Vielleicht nicht sofort, vielleicht brauchst du noch ein bisschen, um Dinge zu verstehen. Weil, glaub mir, der christliche Glaube ist ein sehr, sehr tiefer Glaube und er hat sehr, sehr viel Tiefe, okay? So, ja, aber, also es ist etwas sehr Radikales, okay? Eigentlich ein Christ, ein wahrer Christ erlebt ein sehr, sehr radikales Leben. So, ich hab in meinem Reel gesagt, dass Leute so, wenn die sich so das Christentum vorstellen, denken sich so, ja, das ist ein Gott und er ist böse und er ist so voll streng und er will nicht, dass wir Spaß haben und er will nicht, dass wir das machen und er will nicht, dass wir unser Leben genießen und so weiter und so fort. Aber es ist so weit entfernt davon. Und das ist ein bisschen so das, was die Culture, ne? Also manche Leute würden sagen, die Matrix. Das ist ein bisschen das, was die Matrix rüberbringen will. Ja, damit Leute sich von Gott entfernen. Okay, und du wirst mit der Weisheit, die du empfängst auf diesen Calls, wirst du anfangen, die Welt so krass anders zu sehen. Und du wirst anfangen zu merken, na, dass die Welt einfach verloren ist. Okay? Du wirst anfangen zu merken, dass die Welt Jesus abweist, dass die Welt es tut, aus dem Grund, weil sie selber Gott sein wollen. Und die Menschheit wird immer gottesloser und gottloser und gottloser. For real. So, by the way, lass uns dieses Wort nicht duplizieren im falschen Kontext. Gottlos ist eigentlich ein sehr, sehr hässliches Wort. Ja, das nutzt man heutzutage viel zu oft. Ja, aber die Menschheit wird gottloser und gottloser. Also die verliert die Furcht Gottes, you know. Und dadurch werden Dinge, die damals absolut verkehrt waren, werden heute toleriert. Und Dinge, die jetzt toleriert waren, oder und Dinge, die damals toleriert wurden, werden jetzt verkehrt, you know. Zum Beispiel, jetzt ist es komisch, wenn du mit 20 Jungfrau bist. So, was bist du für eine Pussy? Verlier mal deine Jungfräulichkeit mit 13 oder so, sei mein Mann oder so, you know. So, das heißt, wir merken die Perspektive von den Menschen wird immer dreckiger, ja, und wird immer gottloser. Ja, und ich finde, vor allem an die Christen unter uns, wir sind dazu berufen, das Licht und das Salz auf dieser Erde zu sein. Das steht genauso geschrieben, sei Licht und Salz auf dieser Erde. Ja, und deswegen, ey, freue mich auf jeden Fall, dass ihr hier drauf wart. Haben wir Gebetsanliegen? Also ich würde gerne noch ein Gebet machen zum Abschluss. Also wenn du nicht weißt, was Gebetsanliegen bedeutet, ist einfach nur, wenn du unbedingt etwas hast, was du willst, dass Gott dir schenkt, kannst du es jetzt sagen. Und wir beten gemeinsam dafür. Zum Beispiel Gesundheit, vielleicht sind es deine Finanzen, vielleicht willst du Freiheit, vielleicht geht es deinen Eltern nicht gut, vielleicht willst du, vielleicht suchst du eine Wohnung, vielleicht suchst du einen neuen Job, sowas. Ich habe starke Rückschmerzen. Luis Holzer, Bro, du und deine Rückschmerzen. Du und deine Rückschmerzen, Bro. Deine Rückschmerzen wurden schon mal geheilt. Weißt du noch? Weißt du noch, wo sie schon mal geheilt wurden, Bro, in Düsseldorf? Boah, ihr habt echt viele Gebetsanliegen. Das wird echt ein langes Gebet. Du hast gerade Angst. Wovor hast du Angst? Sunnys Opa liegt im Sterben. Okay, das sind echt viele Gebetsanliegen. Ja, es ist eine Weile her. Also wir haben einmal Freiheit, wir haben einmal Gesundheit, wir haben den Rücken von Luis, wir haben Sunnys Opi, wir haben, das ist, ich fühle mich gerade wie an so ein Weihnachtself, an Weihnachten. Was haben wir noch? Weisheit ist auch sehr gut. Abundance. Kommt automatisch, indem du Jesus annimmst. Also willst du ein direktes Gebetsanliegen erhört haben? Nimm Jesus an, dann hast du Abundance. Dass alle Dreien wie ich mehr zu Gott finden. Alle Dreien, wie meinst du, Bro? Dreien?
Die drei von vorher. Ich check's immer noch nicht. Ach so. Ach, alle dreien. Ach so. Ach so, jetzt check ich. Bruh. Ja, safe. Ja, sehr gut, sehr gut. Dass Gott sich offenbart. Safe. Mag wir beten? Leandro, Budi, bitte hilf mir. Wo bist du, mein Bruder? Kannst du beten, Bro, oder schwierig gerade? Lia, ja, sehr gerne. Sehr gerne. Also ich schicke mal jetzt in den Chat. Perfekt. Okay. Danke dir. Super, gerne. Okay, let's go. Vater, wir möchten dir erstmal danken, dass du uns die Möglichkeit gibst, gemeinsam in deinem Wort zu lesen, dass wir uns gemeinsam versammeln können und ein besseres Verständnis deines Wortes zu bekommen und auch einfach, dass du durch Daniel sprichst und uns das mitgibst, was du uns sagen möchtest, Vater. Und ich möchte dir grundsätzlich danken für alles, was du uns schenkst, dass du uns jeden Tag einen neuen Tag schenkst, dass du uns dieses Leben geschenkt hast und dass du uns deinen Sohn geschickt hast, dass er für uns am Kreuz stirbt und das perfekte Opfer darstellt, dass wir von der Sünde reingewaschen sind durch dieses Opfer, Vater. Ich möchte dir einfach unglaublich dafür danken und für alles, was du uns gibst, dass du immer für uns da bist, ein offenes Ohr für uns hast und uns so akzeptierst, wie wir sind, egal was wir tun und uns trotzdem bedingungslos liebst, Vater. Und ich möchte beten für jeden Einzelnen hier, für Freiheit, dass du uns alle auf diesen Weg schickst, den du für uns vorgesehen hast, Vater, dass dein Wille geschieht, dass wir durch dich in Freiheit leben können und auch in Gesundheit, Vater, dass du alles, was nicht zu uns gehört, alles, was nicht in unseren Körper gehört, dass du das alles rausschickst, dass es sofort geht und dass du das gar nicht zulässt, dass das Ganze zu uns kommt. Und genauso möchte ich für die Rückenschmerzen von Luis beten, Vater, dass du das einfach heilst, jetzt im Namen Jesu, dass diese Schmerzen verschwinden und dass er einfach wieder schmerzenfrei durch sein Leben geht, jetzt so wie du es willst, Vater. Und auch für Sunnys Opa, dass es ihm gut geht, dass du ihn heilst, dass du ihm noch mehr Zeit schenkst, solange das dein Wille ist und dass du ihm und den ganzen Menschen um den Opa herum, Sunnys Familie und auch ihrem Opa, dass du diesen Leuten wirklich Kraft schenkst und sie auf dem Weg begleitest. Und Vater, genauso möchte ich beten, dass du dich den Menschen hier offenbarst, dass du ihnen deine Liebe zeigst, dass du sie erfüllst, wie du es bei vielen hier schon getan hast, Vater. Und dass du ihnen einfach zeigst, wie geliebt sie sind, dass egal was sie getan haben, dass sie akzeptiert sind, dass sie von dir geliebt werden und dass diese Liebe auch bedingungslos ist und dass du einfach für jeden hier da bist, für jeden hier einen Platz hast, Vater. Und schenke uns auch Weisheit, schenke uns Weisheit durch dich, dass wir durch dich wissen, dass du mit uns sprichst, dass wir wissen, was richtig ist, was falsch ist und auch nach deinem Wille leben, Vater, und nicht nach unserem. Lasse uns dich völlig hingeben und einfach ein Leben mit dir leben, Vater, in völliger Weisheit, Gesundheit, Glück und so, wie du es für uns vorgesehen hast, Vater. Und in Jesu Namen habe ich gebetet. Amen. Amen, amen, amen. Echt precious. Danke dir. Echt wunderschön. Kannst du gerne öfter machen. Ja? Dann hilfst du mir mal ein bisschen. Ich würde sagen, lass uns das nicht in die Länge ziehen. Habe mich auf jeden Fall gefreut. Ich erwarte jeden einzelnen von euch auch morgen genauso, wenn ihr könnt. Ja, all das wird aufgezeichnet. Ich versuche es auch direkt, also was heißt, ich versuche, ich mache es jetzt. Ich lade es direkt hoch, damit die Leute nicht drauf sein können und es auch morgen schon anschauen können. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, habt euch alle lieb, stay blessed und macht euch einen guten Abend. Ciao, ciao.